Und damit herzlich willkommen zurück zu Witcher 1. Immer noch damit dabei ist der Freddy. Na? Und wir gehen jetzt zum Geistlichen in sein Haus rein. Geistlicher. Er schläft auf dem Bauch. Normal. Kann man sich ducken? Nein. Okay. Dann rauben wir ihn erstmal aus, bevor wir mit ihm reden. Bernstein. Oh. Kommode. Schwarzpulver. Wir können auch noch hoch. Nein, runter können wir. Okay. Gehen wir mal in seinen Keller. Hier finden wir Bier und... Oh, fünfmal Wein. Das passt mir sehr gut. Noch zweimal Wein. Alter, wie viel Wein hat denn der Wichser? Wenn du mal was Lustiges sehen willst, geh mal rückwärts und hab eine Axt ausgerüstet. Also im Moment, also halt eine Axt mit und dann beweg dich mal ein bisschen komisch hin und her. Okay. Hier finden wir noch ein Buch und einen Feuerstein. Euer Inventar ist voll. Fick dich. Mein Inventar ist auch voll. Scheiße, was werfen wir weg? Kannst du es zum Gasthaus bringen und da einlagern? Ja, aber das ist richtig weit weg. Ja, ist das Problem. Wir trinken kurz mal einen Apfelsaft. Man kann nichts trinken, wenn man voll geheilt ist. Was? Haben wir einen Alkohol dabei? Irgendwo einen einzelnen? Waldkraut. Trink doch eine ganze Flasche. Ja, es sind aber dann zwei minimal. Ah, doch, man kann sie trinken. Danke, was ist das jetzt? Ausdauerregeneration. Okay, cool. 9 Minuten. Okay, wir können jetzt nichts mehr tragen. Ich gehe jetzt mal rückwärts. Und dann nach links und rechts mal ein bisschen. Dann bewegt die Achse sich durch meine Körperteile. Also meine Achse schwebt aber so ein bisschen so komisch um mich rum. Das ist ein bisschen lustig. Ja, sieht sehr seltsam aus. Okay. Und so, nachdem wir ihn ausgeraubt haben, können wir ihn ja mal wecken. Hinfort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Dann werden wir wohl mal die Feuer entzünden. Jetzt fragen wir ihn erstmal ein bisschen was aus. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein. Denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie. Und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren.
Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Ring des ewigen Feuers. Cool. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Das habe ich gerade meine Memory Card von der PS2 kaputt gemacht. Wieso? Hab dran rumgefummelt. Die ist schon aufgebrochen, dann habe ich sie ganz aufgemacht. Jetzt muss ich es erstmal wieder zusammenbasteln. Siegelringe. Zieht das Siegel. Achso, zieht das Siegel auf den markierten Platz, um den Siegel-Spieldialog zu aktivieren. Linksklick während einer Unterhaltung auf Siegel, um den Ring zu zeigen. Charaktere, die den Siegelring anerkennen, werden euch freundlicher gesonnen. Die Wahl eines unangemessenen Siegels könnte einen Charakter vor den Kopf stoßen. Okay. Das verwirrt mich nur ein bisschen. Ah, toll, ich kann den Siegelring nicht aufheben, deshalb liegt er auf dem Boden. Gut. Danke. Wie kann ich... Ah, da. Den Haufen kann ich doch bestimmt anziehen, ne? Den Siegelring. Oh, man kann zwei Ringe tragen, cool. Ja. Kann ich damit auch einfach einmal in die Fresse hauen? Ich weiß nicht. Okay. Schrein, Lagerfeuer, Schrein. Was? Wo ist denn der fünfte Schrein, bitte? Katzen. Er ist ja voll am Arsch der Welt. Okay, was habe ich gerade für aktive Quests? Brengers Geheimnis. Ein anderer Hexer namens Berenga tauchte vor mir im Umland auf. Er versprach, die Bestie zu töten, aber lief fort und ließ nichts zurück. Außer einem schlechten Eindruck. Ich würde ihn gerne treffen und mit ihm sprechen. Vielleicht weiß er etwas über die gestohlenen Geheimnisse. Ich bin mir sicher, dass der Hexer es geschafft hat, in die Stadt zu gelangen. Ja, das denke ich auch. Gut, also muss ich für ihn in die Stadt. Das ist die Hauptquest, oder? Berenga ist eine Nebenquest. Berenga ist eine Nebenquest. Was ist Hauptquest? Hauptquest? Nee, Berenga ist Hauptquest. Nein, ist es oder? Nicht. Oder? Nee. Also, es die ist Spuren eine... der Salamandra, Geheimnis der Hexer und von Monstern und Menschen sind Hauptquests. Ja. Gut, Nebenquest ist Berengas Geheimnis, ist aber in der Stadt. Der Bargest-Vertrag. Ich habe die erforderliche Bargest-Schädel zusammen, den kann ich abgeben. Ertrunkene. Die Kirche des ewigen Feuers bezahlt für die Tötung von Ertrunkenen. Als Beweis muss ich ihnen die Gehirne der Ungeheuer bringen. Dafür brauche ich immer noch den Eintrag zu Ertrunkenem im Bestiarium. Der Ghoul-Vertrag. Alchemisten Kalkstein bezahlt mich dafür, wenn ich ihm das Blut von 5 Ghoulen bringe. Einen habe ich schon gesehen. Faustkampf. Ich habe Fettfit besiegt. Ich sollte mir einen stärkeren Gegner suchen. Okay. Das ist auch so eine nebensächliche Quest auf jeden Fall. Ja, ich bin ja gerade bei den Nebenquests. Ja, aber ist ein bisschen später, also. Okay. Ich werde mich überall so gut umschauen, es geht, und wenn die bleibt, dann laufe ich weiter. Last der Vergangenheit. Der Gefährte des Kaufmanns Xing-Chong-China-Pfanne verschwand in der Höhle unter den Stadtmauern. Eine Höhle, die angeblich voller Ungeheuer ist. Der Kaufmann bat mich, seinen Freund zurückzubringen oder ihn zu begraben, wenn er tot ist. Der Preis sind 200 Orans. Läuft. Gibt es in der Kaverne zufällig Seeviecher? Ja, so heißt das. In der Höhle unter dem Dorf gibt es da Seemonster? Nein. Es ist, in der Höhle gibt es Monster, aber ich frage dich nicht welche. Also keine Seemonster, keine Ertrunkenen. Nope. Okay, weil darum ging es mir gerade. Okay, es ist übrigens keine Quest mit ihr zu essen. Dafür muss ich erstmal die scheiß Höhle finden, hier diesen scheiß Haufen finden. Die Windmühle. Odos Haus, Schrein, Gruft, Abigails Haus. Mühle, da ist die Mühle, okay. Mikul. Tor, Höhle unter den Mauern, Kapelle, Spieler, daneben ist das Haus. Okay. Schmied, Raststätte. Was machen wir denn jetzt erstmal? Wir gehen erstmal zurück zum Haus. Zurück zum
Hier zum Jezuppel, zum Gasthaus. Jezuppel. Ja, zum Jezuppel. Ich mag die Bürgerwehr irgendwie nicht und es war eben verbuggt. Der Typ kam auf mich zu. Ich hab die Bürgerwehr einer Nachbar vor Aussehen getötet. Der Typ kam auf mich zu. Eine Katze ihm begann, er sagte, wir sind die Bürgerwehr. Die Katze ihn endete. Okay, bei mir war komisch. Er ein bisschen unfreundlich, ja. Ja, das erste Mal auch, aber das zweite Mal sagte er nur, wir sind die Bürgerwehr. Man sollte wirklich nicht bei Tag hier rumlaufen, Alter. Bei Nacht hier rumlaufen, meine ich. Aber wie man sich dauernd abrollt. Das mache ich gar nicht, muss ich sagen. Ja, das nervt mich auch tierisch. Hast du alles erkundet oder hast du nur... Alles erkundet, soweit. Also ich habe es nicht so erkundet wie du, als ich mit wirklich jeder Person 10.000 Jahre gesprochen habe. Also nur mit den wichtigen Charakteren, die ich da als wichtig empfunden habe. Aber alles an Land. Ja, also ich habe die komplette Map angeguckt. Okay. Ach ja, je mehr ich von denen grille, je mehr Schädel von denen kriege ich, ne? Ja. Habe ich bei dem einen jetzt gerade liegen lassen. Warum kommt da einer auf mich zu? Reisender. Ich will den nicht angreifen. Na hallo. Na hallo. Kennen wir uns? Vielleicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das höre ich zum ersten Mal. Ich weiß nicht wieso, aber mir läuft die ganze Zeit ein Hund hinterher. Die kleine Medizinerin kann euch helfen. Shani kann nichts tun. Schade. Jetzt erinnere ich mich. Geralt von Riva. Ich heuerte euch in Novigrad an, um meine Depots von Garkains zu befreien. Wenn ihr das sagt. Ich hatte nicht genug Bares, aber ihr habt mir dennoch geholfen. Damals war ich wohl großzügig. Mein Geschäft blüht, also begleiche ich diese alte Schuld. Ich könnte das Gold gebrauchen. Hier sind 100 Orens. What? Warum kriege ich 100 Orens von dem? Von wem? Von irgendeinem Reisenden, weil ich ihm angeblich mal geholfen habe. Ist doch gut. Hast du die auch gekriegt? Weiß ich nicht. Es lohnt sich, glaube ich, mit jedem zu sprechen. Menschen und Anderlinge bezahlen die doppelte Wahlsteuer. Wie er sich darüber beschwert, dass Menschen und Anderlinge alles bezahlen müssen. Anderlinge, Alter, du bist ein Anderling, du Wichser. Ich hau ihm gleich mal den Kopf, Junge. Ich bin ja, also, wir sind ja theoretisch auch Anderlinge, wir sind ja Hexer. Meine Schnau. Oh, Tor geht auf, danke. Das Tor geht auf wieder zu, danke. Oh, Alter, wie buggy die Tore bitte sind. Ja. Oh, es geht mir ein bisschen auf die Eier. Die Leute erschaudern beim Gedanken. Ja, Kelso. Ich finde es aber cool, dass alle Charaktere durchgehend in der ganzen Map rumlaufen und nicht nur im Gasthaus sitzen oder sowas. Mhm. Aber manchmal ist es ein bisschen nervig, wenn du sie da nicht findest und keine Ahnung, wo sie sind. Wer bist du denn? Kellnerin. Und was kann ich für euch tun? Ich möchte gern bestellen, ich möchte mir das ausruhen. Ade. 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 Der Schankwirt ist nicht da. Ich vergeude meine Zeit. Ach, er putzt. Was kann. Ich will was lagern und zwar. Ach nee, erst muss ich die lesen, ne? Dann fangen wir doch mal an bei. Was lesen wir denn mal zuerst? Wir haben zwei Bücher dabei. Wir haben einmal Grundlagen der Alchemie. Das Buch beschreibt die Grundregeln der Herstellung von alchemistischen Mixturen. Grundlage der Alchemie. Meister Jedritje. Keine Ahnung, kann ich sprechen. Um jede Alchemie zu verstehen, müsst ihr zwei große Wahrheiten verstehen. Erste Wahrheit, wie oben, so unten. Zweite Wahrheit, alles ist eins. Diese Wahrheiten lehren, dass alchemistische Substanzen überall um euch herum sind. In Feldkräutern, in menschlichen und tierischen Eingeweiden, sogar in Steinen. Denn Alchemie ist Leben und Leben ist Alchemie. Wenn ihr alchemistische Vorgänge versteht, dann versteht ihr auch die Prozesse des Lebens. Und die Welt der Natur wird euch zu einem offenen Buch. Aber Alchemie ist auch Wissen. Braucht der Trank die Blüte oder das Blatt? Wo findet sich Kamin? In der Niere oder im Auge? Diese Frage beantworten Bücher. Lest daher die alten Meister und neueren Werke.
die alten Meister. Ach so, okay. Übt eure Kräuterfähigkeiten und das Mischen von Ölen und Pulvern. Aber zuallererst experimentiert, denn die größten Entdeckungen der Alchemie wurden durch Experimente gemacht. Dieses Buch vergrößert, noch ein Eintrag, danke. Ach, ich kann gleich nicht 10.000 Millionen Sachen lesen. Grundlagen der Alchemie kann... Die meisten Huren sind übrigens rothaarig, nur so zu deiner Information. Na gut. Ja, Rothaarige waren ja auch früher eigentlich als Hexen angesehen. Islines Prophezeiung, Buch. Die berühmte Weissagung der Elfenprophetin, die das Ende der Welt vorhersagt. Oh, das ist auch so lang. Die Prophezeiung von Isline Egli Aiva Xingshong China Pfanne. Ich sage euch, das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter des wölfischen Sturms bricht an. Wölfischen Sturm, okay. Die Zeit der weißen Kälte und des weißen Lichts nahen. Nahten. Nahten? Hä, spricht jetzt in jetzt oder in Vergangenheit? Keine Ahnung. Die Zeit von Wahnsinn und die Zeit von Verachtung. Ted Dreyderet. Die Endzeit. Okay. Die Welt wird im Frost untergehen und mit einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Sie wird aus älteren Blut neu geboren. Aus Hen, ich heile aus einem Samenkorn, dem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Nee. Es tuat esse, so sei es. Achtet auf die Zeichen, ich sage euch, welche diese Zeichen sein werden. Das Blut der Aen, Seite und das Blut der Elfen wird den Boden tränken. Oh Gott! Ich glaube, dass er diesen Samenkorn verbrennt. Hat das nicht diese Alvin da gesagt am Anfang? Oder? Keine Ahnung, irgendwer hat das gelabert. Auf jeden Fall hat es was mit der Religion da zu tun. Sollte ich. Ich hab achtmal Schwalbe. Achtmal? Sollte ich Alkohol. Ach ja, warte mal, unbekannte Tränke lagere ich ein. Weiße Möwe ist Heiltrank? Nee, Schwalbe ist ein Heiltrank. Weil ich weiß, Möbel ist eine Zutat. Dann lagere ich die auch mal ein. Waldkauz. Waldkauz ist ein Trank. 10x Feuerstein. Nee, Alter. 34x Feuerstein. What the fuck? Ich lagere 24 ein. 9 von diesen Köpfen. 2x Tulpen. Schwarzpulver ist ein Grundstoff. Bernstein ist was zum Verkaufen, Schale ist was zum Verschenken, einheimischer Pepper-Wodka, Alkohol, Kuhmilch ist was zu essen, das Alkohol, das Gänseschmalz, das ist nichts zu essen, das Alkohol, Schneesturm. Kommt dahin. Saphir ist eine Wertsache. Das ist was zu futtern. Das ist was zu schenken. Getränk. Essen. Blaubeere, auch was zu essen. Dann sind hier unten noch 1000 Mal Essen. Was soll ich mit Essen machen? Lieber verkaufen oder weglegen? Weiß ich nicht, also brauchst du es eigentlich nicht. Du kannst es halt verschenken. Also meinst du lieber verschenken als verkaufen? Ja, also hin und wieder, also du siehst ja selber, dass du oft halt was verschenkst, also es ist halt nicht wichtig, also du kriegst dafür fast kein Geld, also von daher. Okay. Also meinst du lieber verschenken als verkaufen, gut. Ja. Gut, jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Platz. Hier oben sind die etwas wichtigeren Sachen. Davon werde ich auch nochmal gleich 10 von diesen Köpfen los. Welche wolltet ihr nochmal haben, die Köpfe? Was? Die Barges Köpfe? Weiß Köpfe ich nicht. Haben? Wenn ich gerade schon mal hier bin, kann ich mal gucken. J. Oh, boah, Gott. Nee. Quests. Ich lese euch irgendwann nochmal ganz viel vor. Der Bargest-Vertrag. Quest auf der Karte verfolgen.
Dafür muss ich zu Abigail. Gut, dass es alles nicht total weit weg ist, Alter. Oh, es wird morgen. Okay, es ist morgens geworden. Ich habe so viele alchemistische Zutaten, ich brauche einfach keine Tränke, weil ich aber nicht weiß, welche ich brauche. Ja, also die einzigen, die mir sinnvoll vorkommen, sind Stärketränke. Ich sage es einfach mal wie in Minecraft Stärketränke für Kämpfe und Heiltränke. Ansonsten. Also Katze ist halt für dunkle Gebiete nötig, aber. Da kannst du eine Fackel nehmen. Ja, aber ja, du kriegst sowieso irgendwie. Du kriegst bestimmt irgendwie vorher welche. Also, wenn. Also ich hatte jetzt auch nur das erste Mal, da hat man die halt erstmal so gesagt bekommen, was man mit denen machen kann. Die sind halt ganz witzig und ansonsten, halt noch Schwalbe halt als Heiltränke, aber die restlichen Tränke. Irgendwie sinnlos. Kranke Person. Was? Du kranke Person! Okay. Unbekanntes ich hab Kraut. Gefunden. Unbekanntes Kraut. Ja klar, man kann nicht über so ein paar Steine rüberlaufen. Nee, nee. Oder der Hund, der die ganze Zeit hinterherläuft, drängt dich einfach so in eine Ecke rein, dass du da kaum noch rauskommst, dass du erstmal weglaufen musst. Danke, Spiel. Die Hexe hat ihn, glaube ich, verflucht. Reisender, Schöllkraut. König Foltest hat den Zoll schon wieder erhöht. Das verheißt nichts Gutes. Ich denke, König Foltest ist tot. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, die Hexe scheint nicht so nett zu sein. Ah, Alvin ist bei der Hexe. Katzen. Wäschekorb. Roter Schal. Habe noch ein Geschenk. Jetzt habe ich einmal Schal und einmal roter Schal. Alte Truhe. Ah, super, ein Buch. Und Salpeter. Klar, Salpeter ist keine Alchemisten-Zutat. Die packen wir so weg. Wozu diese Puppe in Menschengestalt wohl dient? Okay, sie hat Puppen in Menschengestalt. Ich hab irgendwas gerade erhalten, ich weiß aber nicht was. Puppe, scheint eine menschliche Gestalt zu sein, aus Hanf und Wachs gemacht. Ich frage mich, wofür diese Hexe das braucht. Ihr seid wirklich tapfer. Nee, du bist wirklich tapfer, Alvin. Na so. Oh. Ein Hexer. Willkommen. Eine Rote. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Die Augen sind schon echt gut gemacht. Was wollt ihr? Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bagestenschädel? Ja. Habe ich. Sie gehören euch, wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten zwei. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Beide sind für Ungeheuer. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Die Formel kostet euch 30 Orens. Ich habe kein Silberschwert. Freddy, wie schnell kriegt man ein Silberschwert? Du musst die Quest weiterspielen. Brauche ich die Formel von der Alten? Was für eine Formel von der Alten? Dass ich irgendeine Salbe auf meine Klinge schmieren kann und damit Geister umbringen kann. Eigentlich nicht, nein. Vielleicht ein andermal. Was wollt ihr? Ich ruhe mich ein bisschen aus, zeigt mir eure Waren. Ich frage sie erstmal noch ein bisschen. Wie ich sehe, habt ihr Alvin aufgenommen. Denkt ihr, ich würde eine Weise im Stich lassen? Davon abgesehen hat er Potenzial. Was meint ihr damit? Er besitzt Macht, die er wohl nicht kontrollieren kann.
Jetzt schläft er erstmal mit Hilfe der Kräuter, die ich ihm zusammengemischt habe. Wie edel von euch. Nur wenige würden in diesen Zeiten ein zusätzliches hungriges Maul bei sich aufnehmen. Der Winter rückt näher. Wenn ich hungrig bin, esse ich ihn auf. Die Dörfler glauben das zweifellos. Sie halten mich für ein Ungeheuer. Seid ihr eines, Abigail? Wir haben alle ein Ungeheuer in uns. Ich muss mal ganz kurz mich um die Katzen kümmern. Die spielen mit Nägeln. Das ist nicht cool. Bis gleich. Gleich. So, jetzt spielen sie nicht mehr mit Nägeln. Wir sehen uns. Okay. Ich wollte eigentlich nochmal fragen, ob sie. Ich habe die Belohnung für die Bagessenschädel erhalten. 100 Orens, nice. Was wollt? Ich wollte nochmal kurz gucken, was sie verkauft. Boah, die verkauft auch Bücher. Ja, normal. Was erwartest du von der Hexe? Scheiße, wie viele Sachen die verkauft? Okay, ich brauche eigentlich nichts davon. Ich werde die Bücher wahrscheinlich trotzdem alle kaufen. Meister. Hast du dir alle Bücher gekauft, oder? Nee, noch nicht. Also, ich kaufe eigentlich nur die Bücher, die ich brauche. Und dann so die Storybücher kaufe ich immer, wenn ich Geld über habe. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich brauche. Also, bisher hat man noch gar kein Geld gebraucht. Okay, gut, dann weiß ich jetzt, dass ich bei ihr was kriege, wenn ich Geister bekämpfe. Wieso liegt hier ein Toter im Haus? Weiß ich nicht. Silberner Ring mit Rubin. Wertsache. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Ich kann ihn aber auch einfach anlegen. Was bringt mir das dann, wenn ich einfach einen Ring anhab? Gar nichts, sieht hübsch aus. Also du siehst das, glaube ich, nicht mal, aber du hast dann einen Ring auf jeden Fall an. Kostet einen Lagerplatz weniger, passt schon. Altes Regal. Zwei Feuersteine. Okay. Es ist jetzt tagsüber. Wir müssen bis zur nächsten Nacht bei der Windmühle sein. Und wir haben jetzt eigentlich schon Partende. Ja, schon? Ja, eine halbe Stunde ist um. Okay. Es geht unglaublich schnell, ne? Ja. Gut, dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Und ich höre hier am Dingens auf, dass man nicht lesen kann. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.